So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Was auch immer dahinter ist. Man wollte offensichtlich sicher gehen, dass es niemand jemals zu Gesicht bekommt. Erst muss ich das Schloss öffnen. Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Sie ist voll mit Staub. Er wurde mit versteinert. Ein Abdruck des Schlüssels in Ulrichs Hand. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes, verharre. Danke. Der Honig ist nun hart. Jetzt muss ich nur noch das Wachs abbekommen. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Bei Fex, es hat tatsächlich geklappt. In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern? Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Ein Federhalter vielleicht. Oder ein Becher für Wasser. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so drakonisch aus? Ich sehe mir das mal näher an. Ein Geheimfach. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Sie wurde in das gleiche Gestein verwandelt wie der Magister. Nur aus ihrem Kopf wächst eine kleine Menschenhand. War das eine Art Experiment? Genau wie Ulrich. Hat er erst eine Ratte versteinert und wurde dann selbst Opfer seines Zaubers? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Das sind ausschließlich Studien der Maske. Er schien besessen von ihr gewesen zu sein. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen.
Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Ein Rubin. Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Nur noch diese Wand.